So, da bin ich endlich mal wieder auf dem Todesstern zurück und heute nehme ich euch mal mit durch das gesamte Studio und zeige euch, welche Griffe ich bevorzuge bei welcher Übung und natürlich warum. Und hier sind wir zunächst einmal bei einer unilateralen Maschine für den Rücken, fürs Rudern. Und hier gibt es natürlich immer die zwei klassischen Griffvarianten. Zum einen nun einmal die enge Variante, das heißt der Innengriff, wo man so mehr oder weniger im Hammergriff das Ganze hält und zu sich zieht. Und dann natürlich der breite Griff, den man dann eben in einer Pronation hält und dadurch auch wesentlich breiter greifen kann hier. Welchen bevorzugt man da und was macht den großen Unterschied aus? Nun ja, zum einen, sobald ihr den breiten Griff benutzt, würde ich auch grundsätzlich den Sitz ein wenig tiefer tun, damit ihr mit dem Unterarm nach oben kommt, mit dem Ellbogen nach oben kommt. Und dadurch geht das Ganze wesentlich mehr auf den ganzen breiten Trapezteil und auf den hinteren Schultergürtel. Das heißt, ihr verlagert mehr oder weniger eure Kraft so ein bisschen nach oben, könnt auch tendenziell weniger Gewicht benutzen. Während bei der engen Variante oft wesentlich mehr zum einen der Latt da drin ist und mehr Teile vom inneren Rücken und dem unteren Rücken mit drin sind. Allerdings sind es da auch noch ein paar Ausführungsvarianten, die man natürlich beachten muss. Dazu kommt es hier aber nicht. Das sind erstmal so viel zu den Griffvarianten. Wie mache ich das Ganze? Ja, für ein bisschen mehr Gewicht und wenn ich ein bisschen mehr Power nutzen möchte und eigentlich mehr auf Masse draufpacken, kann man sagen, benutze ich die enge Variante. Und wenn ich ein wenig mehr verfeinern möchte, formen möchte und ein wenig mehr auspowern möchte und nicht ganz so viel Gewicht bewegen kann, dann benutze ich die breitere Variante. Hängt natürlich auch sonst von eurem restlichen Training ab, was ihr vorher schon gemacht habt und was ihr dann machen solltet. Bleiben wir direkt beim Rücken, beim Latzug. Auch da die ganz klassische Maschine, quasi das Ganze am Kabel zu machen und sich hier unten einzuklemmen. Und da gibt es einen der klassischen Griffe, vielleicht die Nummer 2 unter den Griffen, das ist der enge. Manche behaupten, da ist zu viel Bizeps drin, aber es kommt natürlich darauf an, wie ihr das Ganze macht. Ich sehe immer wieder Leute, die so weit runtergehen, dass tatsächlich sehr viel Bizeps drin ist und trotzdem mit dem Ellbogen nicht weit genug nach hinten, sondern irgendwie hier so landen. Ja, dann kann tendenziell sehr viel der Bizeps da drin sein. Wenn ihr aber das ein bisschen mehr nach vorne bringt und dadurch so eine Hebelwirkung da drin habt, euch ein bisschen mehr mit der Brust rausbegebt, dann kann man den schon sehr gut nutzen. Ja, ihr kommt nicht um eure Körperachse herum, muss aber auch gar nicht sein, um den Latt wirklich gut zu aktivieren. Und deswegen, mein persönlicher Favorit ist dieser Griff, wenn ich das Ganze am Seil mache. Aber dann gibt es natürlich auch noch den Klassiker. Und das ist die große Stange. Das ist natürlich die Frage, ist das denn nicht der bessere Griff? Immerhin ist das irgendwo der Standardgriff. Zum einen, absolutes No-Go ist natürlich hinter dem Rücken der Ganze. Hinter dem Hals. Das macht man eh nicht. Wer da noch ist, nun ja, der muss sich noch ein paar andere Videos dazu anschauen. Wenn, dann wird das Ganze vor dem Rücken gemacht. Und da bleibt eigentlich nur die Frage, mache ich das im Kammgriff und ziehe das innen, nach innen, oder mache ich das im Breiten? Wenn schon die Stange, dann nehmt die breite Variante und die beginnt hier kurz hinter dem Knick. Gerne könnt ihr noch den Zeigefinger und den Mittelfinger auf den Knick tun, so eins jeweils neben dem Knick. Aber ansonsten ist der genau dafür da, dass ihr ein wenig weiter mit dem linken Finger nach unten ziehen könnt und die Ellbogen mehr eindrehen könnt. Da hängt es natürlich so ein bisschen davon ab, wie breit ihr seid. Und damit meine ich nicht, wie fortgeschritten eure Muskulatur ist, wie breit ihr aussieht, sondern tatsächlich euer Schlüsselbein ist. Manche fassen dann eher hier am Ende an und andere wirklich etwas weiter in die Mitte. Aber Leute, die so ziehen quasi, das sollte grundsätzlich nicht sein. Und naja, der Kammgriff, den bevorzuge ich auch nicht, weil er einfach nicht gut für die Handgelenke ist. Mehr zu Handgelenken, da, ganz wichtige Lektion. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Klimmzüge. Sehr gerne Klimmzüge immer im breiten, klassischen Griff. Und dem Hammergriff, ja, kann man auch machen, aber tatsächlich würde ich die Klimmzüge eher bei dem breiten bevorzugen. Wer von euch allerdings nicht genug Klimmzüge schafft, das heißt, sagen wir mal, weniger als 8 im ersten Satz schon macht, dann kann man die immer noch machen, aber dann kommt ihr im zweiten oder dritten Satz schon unter 6 Wiederholungen, könnt ihr gerne mal auf die engere Variante zurückgreifen, denn, wortwörtlich, dann werdet ihr ein paar mehr schaffen, tendenziell. Und um den Rücken jetzt mal abzuschließen, zum Schluss noch dieses schöne Gerät. Und da seht ihr, haben wir auch einiges an Griffvarianten. Genau genommen sind hier 2, aber das gibt eigentlich 3 Variationen. Zum einen kann man hier greifen,
Manche machen das sogar andersrum. Das gehört sich gar nicht. Lass den Scheiß. Und dann kann man natürlich hier grob greifen. Nämlich tatsächlich meistens den unteren Griff, weil ich da ein besseres Gefühl drin habe. Allerdings sorgt das auch dafür, dass der Trizeps ein bisschen mehr beteiligt ist und bei dem anderen nicht. Macht es ganz nach Gefühl. Hier kann ich gar nicht richtig sagen, dass ich die eine Variante vor der anderen stark bevorzuge. Okay, komm. Das schaffst du. Das schaffst du. Konzentrier dich. Fokus. Komm schon, komm schon, komm schon, das schaffst du. Komm schon, komm. Der Bob sagt, muss auch Brad sagen. Hilft der Regeneration. Und man wird stärker im Training. Und schon kommen wir ganz schnell zum Trizeps, denn da gibt es eine ganze Menge Varianten. Man fragt sich immer, welche davon soll ich denn nehmen? Meine Lieblingsvariante beim Trizepsdrücken am Kabel ist ganz eindeutig das Seil. Ich habe es schon mal in ein paar Videos erwähnt, aber vor allem sorgt es dafür, dass der kürzere Kopf des Trizeps, der nämlich außen ist und den man auch von vorne sehen kann und der den Arm so richtig schön rund und breit macht, der wird hiervon besonders mit beansprucht. Und der ist bei mir ziemlich schwach ausgeprägt, weshalb ich diese Variante bevorzuge. Aber ich kriege auch tatsächlich ein sehr schönes Trizepsgefühl da rein und kann bei der Variante gar nicht so viel helfen. Selbst aus Versehen, selbst mit höherem Gewicht, kann ich nicht so viel die Brust und die Schultern mit beanspruchen, weil einfach auch hier wieder eure Hände ein wenig mehr in die Supination gehen. Und das sorgt dafür, dass die Ellbogen innen bleiben und dadurch die anderen Muskeln ein wenig rausgenommen werden. Umso mehr ihr das nach außen wieder führt, in die Pronation, wie zum Beispiel bei der Stange, desto mehr könnt ihr schon fast bis zum Bankdrücken übergehen und die Ellbogen weit nach außen führen. Deswegen diese Stange hier wäre wahrscheinlich die allerletzte Wahl für mich. Eher noch die gebogene Variante, weil ihr da wirklich schön hier reingehen könnt und ihr seht, ihr kommt dem Ganzen schon wieder ein wenig entgegen. Das gibt es aber noch wesentlich schöner und extremer mit dieser Variante, die ich richtig gut finde, vor allem, weil die auch noch ein bisschen breiter ist. Und die gibt es dann auch noch in enger Form, wie die meisten ihn kennen, mit dem hier. Allerdings ist das wieder so eng vor dem Körper, dass ich die anderen, die etwas breiter sind und dafür sorgen, dass ich schon wirklich schulterbreit das machen kann, am angenehmsten finde. Ja, das sind meine Tops hier. Beim Bankdrücken demonstriere ich das Ganze jetzt mal mit Kurzhanteln. Denn auch hier gibt es natürlich Griffe und Griffvariationen. Schon mal vorweg, die Griffvariation, die man eigentlich nicht nehmen sollte. Und in den wenigsten Fällen haben Leute wirklich ein besseres Gefühl dabei. Sondern meistens sorgt es dafür, dass ihr die Übung einfach so macht, dass die Brust etwas weniger involviert ist. Das ist alles, was in die Richtung geht. Egal wo. Ob ihr das nur oben habt oder auch unten so startet. Im Minimum solltet ihr in einem 45-Grad-Winkel das Ganze haben. Dieser gerade Winkel, so, der ist auch wieder nicht ganz gut, weil entweder seht ihr, dass das Handgelenk sich ein bisschen verdreht, Elle und Speiche im Unterarm sich ein bisschen verdrehen, oder wenn ich die Ellbogen dann hochnehme und alles wieder gerade habe, dann sind sehr viel die vorderen Deltas dabei. Das heißt, wirklich 45 Grad nahe kommen von meiner Oberarmstellung zum Körper. Und damit auch mit den Händen das Ganze machen. Und auch nicht oben zusammendrehen. Es gibt immer wieder die Spezies, ich sehe, die hier oben eine Drehung einführen. Die Drehung braucht niemand. Ihr konzentriert euch auf eine Drehung. Das Handgelenk ist in dem Moment instabil. Ihr könnt tendenziell nicht so viel Gewicht nehmen oder es ist gefährlicher. Und die Drehung macht nichts, aber auch gar nichts für die Brust. Warum machen das die Leute? Warum? Und mit den gleichen Kurzhanteln zeige ich euch das Ganze dann auch noch, was ich bevorzuge für den Bizeps. Wo wir schon beim Trizeps waren. Das bedeutet, hier ist natürlich ganz beliebt der Hammer Curl. Das heißt, eure Hand bleibt eigentlich mit der Handfläche zum Körper und das ist eine sehr natürliche Bewegung, weil auch im Natürlichen habt ihr, wenn ihr die Hand ganz normal einfach baumeln lässt neben eurem Körper,
habt ihr die meistens zu eurem Körper zeigend. Und das ist natürlich das Gute daran. Außerdem wird auch der Brachialis sehr gut mitbenutzt. Allerdings für manche sorgt es dafür, dass der Unterarm zu sehr strapaziert wird. Und gerade die Leute, die ein bisschen empfindlicheren Unterarm haben und bis hin zu einer Epikondylitis, heißt ein Tennisarm, und dann Schmerzen darin bekommen, ist das natürlich schlecht. Da ist es umso besser, umso weiter ihr wieder nach außen geht. Das heißt, auch hier in die Supination geht, umso mehr wird auch der Bizeps absolut isoliert und dann könnt ihr gut damit trainieren. Wenn das allerdings zu sehr nach außen erfolgt und ihr keine Kurzhanteln habt, wie zum Beispiel bei der Langhantel, da kommen wir gleich zu, kann es auch wiederum für echte Handgelenksprobleme sorgen. Was ihr auch noch machen könnt, aber das ist schon fast eine reine Unterarmübung, ist das Ganze in der totalen Pronation zu machen. Das benutze ich tatsächlich, um den Unterarm aufzublähen manchmal. Der Bizeps ist da aber tendenziell derjenige, der zuletzt nachgibt. Und damit macht das Ganze eigentlich für den Bizeps selbst wenig Sinn. Und das hier wäre auch schon die Variante mit einer Langhantel. Bizeps Curls habe ich einmal zu Hause gemacht früher. Und seitdem habe ich kaputte Handgelenke. Kann ich niemandem empfehlen, besonders nicht schwächliche Naturen, wie ich es bin, was die Anatomie angeht und die Knochen angeht. Manche können das unheimlich gut. Ja, allerdings ist das Problem, selbst wenn ihr dann denkt, funktioniert ja und ihr nehmt einfach mehr Gewicht, ihr werdet leider erst zu spät immer feststellen, dass es dann doch nicht funktioniert hat. Vielleicht nach 5, vielleicht nach 7, vielleicht nach 10 Jahren Trainings. Meistens schieben dann vor allem die aktuellen YouTuber das Ganze dem hohen Gewicht in die Schuhe. Aber nein, eigentlich ist es die Ausführung mit dem hohen Gewicht. Wie fast immer. Denn man kann es auch mit hohem Gewicht gut ausführen. Aber diese verdrehten Handgelenke und dann hohes Gewicht darauf, das funktioniert eigentlich nur bei sehr robusten Naturen und dann vielleicht auch nicht nach 10 Jahren. Überlegt es euch gut und macht es von Anfang an richtig. Und damit haben wir eigentlich kaum noch Lieblingsgriffvariationen und ich komme schon zur letzten. Dazu gibt es auch ein ausführliches Video, seht ihr direkt da oben gleich vorgeschlagen. Und das ist für die Dips. Bei den Dips gibt es meistens die parallelen Stangen. Und da ist auch nichts gegen einzuwenden. Wenn ich es mir aber aussuchen kann, dann benutze ich zwei verschiedene Griffe an zwei verschiedenen Tagen. Mache ich die Dips, um ein wenig die untere Brust mit zu benutzen. Und ihr erinnert euch, nur ganz kurz, da kommt der Kopf ganz weit nach vorne und die Beine werden angewinkelt, sodass ihr eine schräge Gewichtsverlagerung habt. Dadurch beugt ihr euch weiter nach vorne und bekommt hier zwischen einen 45-Grad-Winkel schon fast rein, vielleicht 30 Grad. Und dadurch wird die Brust mehr beansprucht. Umso mehr ihr aufrecht seid, den Kopf nach hinten tut, die Beine nach unten und eigentlich schon parallel zum Körper runtergeht, benutzt ihr das Ganze für den Trizeps. Und jetzt kommt's, alle die schräg zulaufen. Da benutze ich am Brusttag natürlich diejenigen, die schräg nach vorne zulaufen, das heißt vor mir. Dadurch kann ich die Hände nach innen bringen, meine Schultern kommen dadurch nach vorne und meine Brust wird mehr mitbenutzt. Ich drehe mich um und mache das Ganze genau umgekehrt, das heißt, die laufen spitz nach hinten zu und ich muss meine Hände nach außen drehen und meine Schultern öffnen sich und meine Ellbogen kommen näher an den Körper ran und dann ist das besser für den Trizeps. Das seht ihr auch ausführlich in dem Dip-Video. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Das sind meine Lieblingsgriffe bei den Übungen und bei den Muskelgruppen, wo wirklich die Griffvariation eine ganze Menge ausmacht. Das ist vor allem beim Bizeps der Fall, beim Trizeps der Fall, bei der Brust relativ wenig und beim Rücken, ja, da gibt es einiges an Varianten. Allerdings gibt es da auch noch eine ganze Menge mehr zu beachten. Das heißt, Rücken, Bizeps, Trizeps, das sind die, wo die Griffe wirklich sehr großen Unterschied machen. Bei all dem Rest eigentlich nicht. Beziehungsweise, da gibt es eher ein kleineres Intervall und alles jenseits des Intervalls ist schlichtweg falsch. Nun ja, wem das Ganze gefallen hat, lasst es mich wissen. Mit einem Like geht es ganz einfach, mit einem Kommentar dazu geht es noch ein bisschen besser für den Algorithmus. Ansonsten schaut euch die vielen anderen Videos auf dem Kanal an. Da gibt es sicherlich noch einige tolle Tipps für euch dabei. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und nun ja, lasst mich wissen, welche Themen ihr als nächstes hören wollt. Was euch auch immer interessiert, schreibt es in die Kommentare und vielleicht gibt es ein Video dazu. Ich suche immer nach neuem Stoff und natürlich nach neuen Leuten, die diesem Kanal folgen. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.